jetzt wissen Sie auch, warum wir die Frau Weber engagiert haben für diesen Abend. Wir hatten ja selber auch schon mal das Vergnügen. Vielen Dank, Frau Weber. Also kunsthistorisch fundiert war die Rede sicher, aber überhaupt nicht kunsthistorisch. Dankeschön. Ich mache es auch ganz kurz. Ich begrüße Sie im Namen der Galerie, der Galeriemitarbeiter und sage ganz herzlichen Dank der Frau Kornmann bzw. der Stadt Wetzlar und der Ulrike Sott. Und ich weiß natürlich, dass Sie nicht mich reden hören wollen, sondern ich stelle Ihnen noch mal ganz kurz den Künstler vor. Lieber Volker Kühn, darf ich Sie bitten, auch wenn es sehr heiß ist, ich mache es kurz, ich verspreche es. Ja. So. Ein, zwei Fragen noch an Sie. Das ist ja jetzt die dritte Ausstellung. Die erste ist 17, 18 Jahre her. Dann hatten wir vor 5, 6 Jahren eine Ausstellung zusammen im Mathematikum in Gießen. Und das ist unsere dritte Kooperative. Sie sind ja jetzt fast schon Wetzlarer, muss man sagen. Also ja. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da sein darf. Ja, super. Vielen Dank. Was ganz neu ist, das werden Sie nachher unten in unserem kleinen Ableger Artherb sehen. Das sind die Sachen, die in die Abstraktion gehen. Also der Volker Kühn geht von dem Gegenständlichen in die Abstraktion. Und wir zeigen erstmalig die Farbstücke und natürlich auch diese Blätterbilder, die ich übrigens, Frau Weber, auch ganz großartig finde. Vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, Herr Kühn, wie Sie von den sehr konkreten Kästen zu diesen abstrakten Dingen gekommen sind. Zu den Blätterbildern bin ich eigentlich dazu gekommen. Habe ich früher schon gemacht, ich habe ja viel Grafik gemacht, und von den Radierungen reißt man Papier in dem entsprechenden Format und da blieben immer Streifen übrig. Und ich zeige Ihnen das mal eben kurz. Das sind sozusagen Streifen vom Büttenpapier. Und damals habe ich mal überlegt, was mache ich damit? Und da habe ich schon mal damals so etwas Ähnliches gemacht. Das heißt, ich zerriss dieses Papier. Und Sie sehen, das ist schon sehr mühselig. So, ne? So. Es dauert so seine Zeit. Sowas mache ich manchmal stundenlang, vor allen Dingen in ICEs und sowas, wo ich mit meiner Begleiterin dann bin. Die wird dann so als Betreuerin angesehen. Mich sehen die als Idioten an. So kommt dann so die Kellnerin an und sagt, so, jetzt räumen wir das mal weg. Jetzt kommt das Getränk. Dann schreie ich auf, nein, lassen Sie das liegen, das ist Kunst. Dann ist die Frau meistens sehr erschrocken, guckt mich komisch an, guckt mitleidig die Begleiterin an und geht dann von dann und weiß eigentlich nicht so richtig, was los ist. Aber Sie sehen ja, was damit los ist. Es wird hier also so zusammengeklebt und dann übermalt und vielmehr die Farbe ist auch gleichzeitig der Kleber. Warum ich plötzlich zu diesen Sachen gekommen bin, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin mal sozusagen zusammengebrochen, habe 5 Stents gekriegt und musste leider meine Leidenschaft des Rauchens von 120 Zigaretten pro Tag sein lassen. Was zur Folge hatte, da ich ein Workaholic bin, viel getrunken habe übrigens auch damals, aber vor allen Dingen viel gearbeitet und dabei immer nur geraucht, geraucht, geraucht. So musste ich das sein lassen. Aber jetzt, was macht man mit den Händen, die nicht eine Zigarette fassen? Das ist eben das. Und jetzt bin ich drüber hinweg. Ich rieche sogar, wenn jemand geraucht hat. Und das riecht gar nicht angenehm, was ich früher nie wusste, aber jetzt weiß ich es. Aber ich meine, das ist dabei rausgekommen und das finde ich eigentlich sehr schön. Und das macht mir Spaß. Danke. Wie Ihnen die Frau Weber schon sagte, der Volker Kühn ist ein ganz offener Künstler, den können Sie jederzeit ansprechen, der ist also jetzt auch noch eine Weile hier. Ich empfehle Ihnen auch beide Ausstellungen, also A in der Galerie am Dom und direkt vis-à-vis in Artherb. In Artherb zeigen wir die etwas kantigeren Sachen, die abstrakten, die Farbstücke. Ist alles beides jetzt gleich geöffnet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich darf jetzt nochmal an die Frau Kornmann übergeben. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kühn, sehr geehrte Frau Weber, sehr geehrter Herr Marx, ich sage jetzt nichts mehr. Lassen Sie alles auf sich wirken. Kann ein Wochenende schöner beginnen als mit diesem Auftritt von Frau Weber, diesen wunderbaren Kunstwerken und dem prima Gastgeber, Herrn Marx. Und Frau Wuth. Und Frau Wuth, natürlich, die auch heute mit immer wieder erwähnt wurde. Und ich weiß von ihr, dass sie eine sehr, sehr fleißige Frau ist und sie haben das sehr, sehr gut getroffen. Meine Damen und Herren, es ist sehr heiß.
Draußen haben wir etwas für Sie vorbereitet, so einen kleinen Umtrunk. Die Ausstellung ist damit eröffnet.